Selbst wenn wir davon ausgehen, dass ein großer Teil der Speicher in Zukunft zum Beispiel im Zuge der Verbreitung der Elektromobilität autonom kommt, müssen wir uns darauf einstellen, weil der Speicher über den Markt unser Geschäft beeinflusst. Was wir im Moment beobachten, ist eine sehr starke Festlegung des Marktes auf die Lithium-Ionen-Speicherung. Der Markt hat sich hier sehr stark festgelegt, weil wir im Moment sehr starken Kapazitätszuwachs sehen. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Der Markt geht davon aus, dass Lithium-Ionen zum Beispiel für Elektrofahrzeuge sehr stark nachgefragt werden. Deswegen baut er Kapazitäten zu, was zeitweise sogar zu Überkapazitäten bei der Produktion von Lithium-Ionen-Zellen geführt hat. Und diese Technologie reift immer weiter aus und wird immer billiger. Für mich in unserem Bereich ist es sehr wichtig zu antizipieren, in welchem Ausmaß diese Speicher kommen werden und wie sie eingesetzt werden, weil das wiederum eben den Markt beeinflusst. Ich glaube eigentlich, dass es von selbst weiter vorankommt, weil die Leute sich von selbst entscheiden werden, Speicher in ihre Häuser einzubauen, um sie mit PV-Anlagen zu kombinieren. Das wird weiter vordringen. Ich glaube, es gibt auch keine vernünftige Alternative im Pkw-Bereich zur Elektromobilität, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Aber ansonsten, und das ist eigentlich das Schöne, haben wir jetzt wahrscheinlich mit einer Entwicklung zu tun, die sich zum großen Teil autonom vollziehen wird.